Hallo, hier geht es um Bruchteile von Größen und im Speziellen heißen die Aufgaben berechne 2 Drittel von 27 Kilogramm bzw. berechne 2 Drittel von 2,7 Metern. Wir haben hier Brüche mit drin und Brüche sind nichts anderes als zwei Zahlen, die durch einen Bruchstrich getrennt sind. Die untere Zahl ist der Nenner und heißt, in wie viele Teile wird etwas zerlegt, und die obere Zahl ist der Zähler, der einfach aussagt, wie viele Teile wir davon benötigen. Und zusätzlich haben wir noch die komplette Größe gegeben, also von dieser Zahl müssten 2 Drittel berechnet werden. Um Bruchteile zu berechnen, geht man eigentlich immer wie folgt vor. Erstens, man teilt das Ganze durch den Nenner. Je nach Aufgabe kann es jetzt natürlich sinnvoll sein, zuerst noch in die nächstkleinere Einheit runterzurechnen. Und der zweite Schritt, oder je nach Aufgabe dritte Schritt, ist dann, man multipliziert mit dem Zähler. So, das ist beim Berechnen von Bruchteilen immer so. Also schauen wir uns mal die erste Aufgabe an. Wir starten mit 27 Kilogramm und teilen durch den Nenner. Also heißt die Aufgabe 27 Kilogramm geteilt durch 3 ist gleich 9 Kilogramm. Und Schritt 2, in die nächstkleinere Einheit müssen wir jetzt nicht umrechnen, weil die Rechnung hier aufgeht. Schritt 2 heißt dann, multipliziere mit dem Zähler. Also 9 Kilogramm mal 2 und das sind 18 Kilogramm. So, wie funktioniert das bei der zweiten Aufgabe? Ja, im Prinzip genau gleich. Die Schritte sind identisch. Erstens teile durch den Nenner. Dann haben wir 2,7 Metern geteilt durch 3. Wer jetzt noch nicht weiß, wie man 2,7, also eine Kommazahl, durch 3 teilt, für den ist jetzt natürlich hier dieser Zwischenteil gedacht, dass man zuerst die nächstkleinere Einheit runterrechnet. 2,7 Meter sind nichts anderes als 27 Dezimeter oder auch 270 Zentimeter. So, jetzt funktioniert es wieder gleich. Teile durch den Nenner. Also haben wir 27 Dezimeter geteilt durch, der Nenner war 3, sind also gleich 9 Dezimeter. Und zweiter Schritt, multipliziere mit dem Zähler. Da haben wir wieder 9 Dezimeter mal 2 sind gleich 18 Dezimeter. Und so funktioniert es im Prinzip für jede Aufgabe.